So, heute ist Sonntag, der 23. Mai 2021, 14.46 Uhr, live aus dem Stasi, Freimaurerkaff 375741 Einbeck oder Gestapo, wie auch immer. Für diejenigen, die mich nicht kennen, für die jetzt neu einschalten, mein bürgerlicher Name ist Adrian Milosevic, Adrian Laschstedt, Entschuldigung. Aber ich möchte mit dieser, das ist eine Satanistenfamilie und mit der möchte ich nichts zu tun haben. Deswegen nenne ich mich überall Adrian Milosevic oder Adrian aus der Familie Milosevic. Das aus der Familie Milosevic kommt daher, weil ich mich von der Person, die sich im See- und Handelsrecht, im Seerecht und unter Handels- und wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, befindet, dem Vatikan gehört, abgrenzen will. Deswegen, es kommt aus der Free Men bzw. Sovereign Citizens Bewegung, ne? Und deswegen habe ich halt aus der bzw. von der Familie packe ich dann immer zwischen den Namen, um mich halt abzugrenzen von dieser Person, die dann letzten Endes nichts anderes ist als eine Fiktion und eine Corporation, also eine Firma. So, ist ja letzten Endes nur sowieso nur ein Stück Papier, das hat nichts mit mir zu tun als Mensch. So, also, so viel dazu, ganz kurze Introduktion. Ich bin traumabasiertes Mind-Control-Opfer-Projekt Monarch. Beta, Sexsklave des BND, CIA und so weiter. Das ist ja alles eins, gehört ja alles zusammen. Es gibt keine, da müsst ihr euch mal Sean Ross angucken. In seinem YouTube-Kanal Central Intelligence Agency. Ne, der blaue mit dem blauen Logo. Cocaine Import Agency, 30.000 Abonnenten. Homeland Security, nicht Homeland, sondern Homeland Security. So ein König, so ein schwarzen König da als Profilbild. Oder Chatzefratz, Chatzefratz. Chatzefratz. So, der betreibt auf seinem Kanal gute Aufklärung, hat viele gute Videos. Auch wenn es am Anfang ein bisschen crazy wirkt, alles auf jeden Fall. Ja, es gehört alles den gleichen Leuten, diesem Kriminalkartell. Freimaurern, das sind Satanisten, nichts anderes. Alles andere ist drumherum, ist nur Verarsche und Verkleidung. Ist genau das gleiche, Rosenkreuzer, Templer, Thule, ist alles das gleiche. Es kommt dasselbe bei raus. Satanismus. Und am oben, ganz oben, Kinder fressen, Kinder anpullern, Kinder vergewaltigen, Kinder in Pisse kochen und so eine Scheiße. So, deswegen, und genau deswegen habe ich auch alles abgelehnt, was man mir angeboten hat, weil das einfach nur krank und pervers ist. Und das System ist, was endlich gestoppt werden muss. Und das Geldsystem sowieso. So, ich will jetzt auch gar nicht darauf näher eingehen, auf jeden Fall so viel kurz zu mir. Ich hätte hier auch ganz groß aufgebaut werden können, wie gesagt, mit Hilfe des Irans. Aber ich habe es abgelehnt, weil es keinen Wert hat. A, aus genau den Gründen. Das ist ja das System, was weg muss. Dieses ganze Geldsystem muss weg. Es gibt zwei Welten. Eine Welt mit Geld und eine Welt ohne Geld. Das steht auch irgendwie in der Bibel. Solange die Händler irgendwie regieren oder irgendwas, ne? Also solange wir Geld haben, werden wir immer Probleme haben. Ob das jetzt so ein Zinsgeldsystem ist oder ein Geldsystem ohne Zinsen, ne? Und das ist zum Beispiel die Wurzel allen Übels. So, das müssen wir abschalten. Ansonsten kommen wir hier nicht weiter. Geld ist nämlich die Wurzel. Daher kommt das ja auch, wie gesagt, was man da alles an Geld mitmachen kann, mit dieser ganzen Kinderprostitution und so weiter und so fort. Ohne dieses Geldsystem wäre das überhaupt gar nicht möglich. Deswegen, dieses Geldsystem muss weg. So, genau. Dafür kämpfe ich. Für eine Welt ohne Geld, das funktioniert, glaubt mir das. Alles andere ist nur Brainwash. Es kommt von den ganzen Medien und alles. Wie gesagt, ich will auch gar nicht da so lange rumreden über diese. Das ist ja wieder alles Politik und Kultur und hast du nicht gesehen und genau. Ich wollte es nur mal sagen, weil das, aber man muss halt das System verstehen, wer der Feind ist, um halt zu verstehen, was man mir angetan hat und warum das alles so ist und tralala so. Also Feind sind Geheimgesellschaften oder besser die Geheimgesellschaften oder besser gesagt die Kriminalgesellschaften, also Freimaurer, Thule-Gesellschaft, Templer, Rosenkreuzer, habe ich eben gerade gesagt, kommt alles dasselbe bei raus. Diese Leute müssen alle aufgehangen werden mit ihren Familien, das sind die Parasiten, ja, die Pharaonen oder wie auch immer, oder die Aristokratie, die Könige, ne, die heute uns immer noch beherrschen, halt diesmal aus dem Untergrund, aus diesen Logen raus. Die Politik machen. Und das ist halt das System, was weg muss. Das Geldsystem, diese Kriminalgesellschaften, die Freimaurer und so weiter. Und dafür kämpfe ich halt. Und das ist übrigens auch das,
was ich will. Das ist das Einzige, was ich will, dass das endlich dieses System wegkommt, dass wir endlich alle wirklich Frieden und Freiheit haben und nicht nur irgendwie Tapetenwechsel. Also was weiß ich, CDU, SPD. Es funktioniert alles mit Geld. In keiner, egal welche Partei regiert, keine würde die Freimaurer verbieten oder irgendwelche anderen Gesellschaften. Schon gar nicht die Jesuiten oder die Templer oder. Also es ist alles nur Brot und Spiele fürs Volk. Wir haben ja sowieso keinen Friedensvertrag in Deutschland. Das heißt also, die ganze Parteiensystem baut auf diesen ganzen Nazi-Gesetzen auf. Ja, also es ist sowieso alles vollkommener Mumpitz. So viel dazu mal startenlos.info.de aufrufen. Auch gehört dem BND alles. Rüdiger Hoffmann arbeitet für den BND. Von daher bin ich da auch nicht 100% hinter, aber er hat auch ein paar Wahrheiten auf seiner Seite. Wie gesagt, ich bin Freigeist, Freidenker. Besorgt euch eure eigenen Informationen, ja. Oder www.ewigerbund.org. Das Kaiserreich wäre auch noch eine Möglichkeit, aber ne, der Prinz von Preußen ist natürlich auch Mitglied im Komitee der 300, ne? Also es ist glaubst wie gesprungen und deswegen, ich sage ja nur, es wäre eine Möglichkeit. Ich stehe da nicht hinter. Ich bin Anarchist, das muss alles weg, Geldsystem muss weg, sonst werden wir hier nie frei. So, auf jeden Fall jetzt zum Thema, worauf ich eigentlich kommen wollte. Ja, und das ist eigentlich auch alles, was ich will. Ich will, dass wir dieses Geldsystem loswerden, dass wir diese ganzen Freimaurer loswerden, dieses ganze Pakt, dass wir endlich wieder frei werden, dass wir wirklich machen können, was wir wollen, ohne dass ihr irgendwie von irgendwelchen Geheimdiensten, Dr. Kessler und Horten spricht, bewusst von den, die redet immer schon von den Sabotagediensten, weil das letzten Endes ist, was die machen. Es gibt keinen Feind im Ausland, weil alle Länder und alle Regierungen weltweit gehören den Freimaurern und so weiter. Also von daher, das Einzige, was sie tun, ist, die bekämpfen halt das Volk im Innern, ne? Um zu verhindern, um irgendwelche Widerstände halt zu unterdrücken, die nicht kontrolliert sind. Also letzten Endes geht es nur darum, das Volk zu unterdrücken. So. Und genau, und dafür kämpfe ich halt, dass dieses Kartell endlich wegkommt. Wir brauchen keine Geheimdienste. Also so ein Schwachsinn, wenn man mal genau drüber nachdenkt, über die Geheimdienste, ne? So oder so, also sowas braucht man nicht, schon gar nicht in einer offenen Gesellschaft. So, auf jeden Fall, ja, dagegen kämpfe ich halt. Und das ist alles, was ich will. Ich will, dass der Kindesmissbrauch an mir aufgeklärt wird. Ich möchte, dass mein Körper geheilt wird. Ich möchte, dass der mir zerstört wurde mit Nanotechnologie, mit Morgellons, mit Kindesmissbrauch und alles, dass der wieder geheilt wird mit moderner Militärtechnologie, die auch da ist, die uns lediglich schon, die uns halt lediglich vor uns ferngehalten wird. Ich möchte, dass alle Leute, die in meinem Projekt Monarch irgendwas zu tun haben, hingerichtet werden vor meinen Augen, als Wiedergutmachung für dieses ganze Leid und Elend, was ich durchmachen musste. Das ist das, was ich möchte. Und nicht irgendeine Revolution mit Hilfe vom Iran und 500 Millionen Euro, dass ich hier nochmal alles in Schutt und Asche legen kann. Nee, Und meine Organisation dann so oder so wieder von oben bis unten infiltriert wird. Nein, ich möchte, dass dieses System für endgültig weg ist. Dass dieses Psychiatriesystem, was Nazi-Todeslager sind, was alles Lug und Trug ist, dass das wegkommt, ja? Wo die Leute gechippt werden und all die ganze Scheiße. Nee, hat Dr. Catherine Horton alles aufgeklärt. www.youtube.de mal eingeben, Dr. Catherine Horton, internationale Staatskriminalität. So. Da müsst ihr euch anmelden, weil das Video eine Altersbeschränkung hat. Ich hatte es auch auf Adam Milosevic, aber da haben sie es mir ja gelöscht. www.true.tube oder www.billgateswantstokillus.com. Da habe ich auch noch meine Videos. Da hat sich ein Amerikaner drum gekümmert, der sichert die Videos da für mich. Auf jeden Fall, ja, das wollte ich nur sagen. Also das ist das, was ich will. Ich will, wie gesagt, dass das endlich alles aufgeklärt wird. Dass wir alle in Frieden und Freiheit leben können für immer. Nicht nur irgendein Tapetenwechsel in Form von Parteiänderungen oder Revolution oder so. Ja, genau. Also, worauf will ich hinaus? Also, ich will nichts von diesem System, außer dass dieses System, so wie es jetzt ist, zusammenfällt. Dass mein Körper mit moderner Militärtechnologie geheilt wird. Zum Beispiel hier diese Narben, die ich durch meine Suizidversuche wegen diesem Monarch-Projekt, wegen diesem traumabasierten Mind-Control-Programm erhalten habe, sage ich jetzt mal. Ne, hier wurde mir damals über Voice to Skull, hat mich so bearbeitet, also wie gesagt, normal wäre ich schon 3, 4, 5 Mal über den Jordan längst gegangen. Also die können sich den Scheiß jetzt hier auch in den Arsch stecken. Hier hat man damals über Synthetik-Telepathie, über Voice to Skull, ich weiß bis heute nicht, was für ein BND-Arschloch mit kleinem Mikropimmel das war. Das würde ich auch gerne mal wissen.
dass ich mir eine Fresse boxen kann. Er hat dann da gesagt, mit Übervoice ist geil über diese Synthetik-Telepathie, Patent in der Beschreibung. Ja, mach es doch. Ne, weil ich war da so kaputt, man hat mich so mit diesen Suizidfrequenzen beballert und mit diesen elektromagnetischen Waffen. Und dann saß ich da und dann hatte ich mein Messer in der Hand und dann war ich wirklich am Ende. Wegen diesem ganzen Kindesmissbrauch und auch alles, wo die Einbecker-Polizei immer noch nichts macht, weil sie alle selber zu diesem Pissetrinker-Kriminalkartell gehören. Und auch da immer auch nicht und die Gerichte sowieso nicht. So kaputt war, ne, dann habe ich da halt reingestochen. Eigentlich wollte ich mich auch nicht umbringen, aber so, und dann habe ich mir halt da reingestochen, so, und dann ging das Messer hier einmal rein und da wieder raus, ne. Genau, und das war dann halt auch die erste Einweisung, ne. Ja, es ging halt darum, weil die Psychiatrien auch mit drin hängen, sowohl die Pissetrinker im Holzminden als auch die im Armeeos, die Psychiatrien hängen sowieso mit drin. Ja, man wollte sich halt wieder so einen Patienten in Anführungsstrichen beschaffen, darum ging es. Und deswegen, dann haben sie mich in dieser Anstalt auch nochmal richtig gequält. Es ging halt wieder darum, mich auch zurückzubringen in dieses, weil ich ja auch in der Kindheit schon mal in diesen Klapsmühlen war. Projekt Monarch-mäßig und deswegen mussten sie mich halt da wieder irgendwie hinbringen. Bloß du kannst ja die Leute nicht einfach, wobei das geht auch, aber machen sie ungerne die Leute einfach Sack über die Tüte und Sack über den Kopf und dann irgendwie einfach entführen. Deswegen hat man sich halt gedacht, ja, wie machen wir das? Wir müssen ihn irgendwie dazu bringen, dass er sich umbringt, dass wir ihn dann halt wieder einweisen können. Damit ich dann halt wieder in diese Kliniken war, für diese Monarch-Programmierung auch. Damit man mir dann halt so gewisse Sachen auch sagen kann. So. Auf jeden Fall so. Aber der Arzt hat gesagt, also der im Krankenhaus, der sich das angeguckt hatte, von wegen, knapp an dieser Hauptschlagader vorbei, ne? Das Zimmer war natürlich auch sowieso alles voller Blut und alles und, ne? Ja. Genau. Nee, und alles, was ich nur will, ist Rache und dass das endlich ans Licht kommt, was die Geheimdienste hier jahrelang für einen Schabernack getrieben haben mit unschuldigen arischen Übermenschen wie mir, mit einer hohen Intelligenz, mit Indigo-Kindern und Empathen, ja. Während sich irgendwelche autistischen Krepel mit einem kleinen Mikropenis und riesigen Bollerkopf vom Geheimdienst dann an Leuten wie mir auch noch bereichern, an Prostitution, wie gesagt, an den Tabletten, die du dann in der Klapsmühle kriegst und so einen ganzen Scheiß. Das ist das, was ich will und das muss halt weg und dafür kämpfe ich auch bis zum Tod, bis zum Umfallen. Was anderes bleibt mir ja hier auch gar nicht. So, wie gesagt, ich schäme mich übrigens auch, wie gesagt, so rumzulaufen. Das heißt also, erstens, ich wollte euch eigentlich nur sagen, genau, diese Prostitution, egal mit wem, könnt ihr euch in den Arsch schieben. Erstens mal, Projekt Monarch unten in der Beschreibung, für diejenigen, die nicht wissen, was gemeint ist, dieses Video sollte auch eigentlich nur an BND gehen, weil ich ja so gar nicht mehr durchkomme mit meinen Überwachern hier. Wir gehen mal hier hoch. Wie gesagt, ich kann das Video auch nicht lang machen, weil nur 24% und 29 Minuten habe ich jetzt noch frei. Genau. Auf jeden Fall, ich schäme mich auch so rumzulaufen und das erinnert einen auch jedes Mal wieder daran. Das heißt also, mein Selbstbewusstsein ist kaputt, dank euch Freaks vom BND. Das heißt also, so kann ich mich so oder so mit niemandem prostituieren, egal mit wem, weil ich mich so schäme. So, das heißt, ihr müsst also erstmal euren Arsch hochkriegen und mich hochheilen. So, und das ist auch nicht passiert jahrelang. Also, man will hier, dass ich sterbe. So, also, schiebt euch diese Prostitution in den Arsch. Egal mit wem. Dann die nächste Geschichte ist sowieso, mit was für Idioten und Krüppeln man mich hier alle, wie gesagt, wie der Projekt Monarch Beta, Idioten zusammenbringen wollte. Das war die beste Dekonditionierung, die ich haben konnte. Irgendwelche, wie gesagt, Autisten, Legastheniker, Bollerköppe, Froschmäuler. Ne? Wie gesagt, man wollte mich mit diesen komischen Behrensjungen von der Behrens, mir mittlerweile, ich sag das jetzt alles, mittlerweile auch egal, von dieser Behrens-Familie zusammenbringen, so ein verkrüppelter, verblödeter Fetti, der eigentlich an meiner Stelle in dieser Klapsmühle hätte sitzen sollen, irgendwelchen Pillen. Ich meine, der kann doch sowieso nichts. Erstens ist er fett, zweitens ist er hässlich, drittens ist er dumm wie Scheiße. Na gut, nach Hause geht's ja nicht, aber es geht ja auch, bei mir geht's auch Intelligenz, ne? Aber die hat er ja auch nicht. So, das sind eigentlich die Leute. Wenn man schon sowas macht, können sie das mit denen machen, ja? So. Oder hier mit Finn Schärfke irgendwie so ein Legastheniker, wo ich mir auch so denke, der sollte eigentlich an meiner Stelle irgendwie in dieser Klapsmühle sitzen oder so.
Markus Klotz, ein scheiß behinderter Polacke, wo ich mir auch so denke, Alter, lern erst mal richtig Deutsch, ja, auch nicht mein Niveau, meine Intelligenz, wie gesagt, habe ich ja schon mal was gesagt. So, dann kommt sowieso dann noch hinzu, ich bin ohnehin nicht schwul, Alter, ja, aber das raffen die Geheimdienste ja auch nicht. Ja, also das ist der Dank. Ja, und das ist eine Unverschämtheit, nachdem ich hier eigentlich gestorben wäre, schon längst normalerweise vor 3 Jahren, in einem kontrollierten Attentat, ja, versucht man, und mein Körper kaputt ist und mein Leben kaputt ist, ich jetzt von Hartz IV leben darf wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, so, also im Elend, ich darf im Elend versinken und der Dank, dass ich im Elend versinken darf und eigentlich nichts will von dieser Welt außer Rache und dass es endlich aufgeklärt wird und diese ganze Scheiße alles, ist, dass ich mich jetzt auch noch mit irgendwelchen Vollidioten prostituieren lassen darf, um mich dann umzubringen. Nee, Herr Karl, so läuft das nicht. Ihr könnt mich mal kreuzweise am Arsch lecken, alle. Wie gesagt, und die nächste Geschichte ist, was ich eigentlich nur sagen will, ist, warum soll ich was tun, wenn ich nichts will? Oder zumindest, warum soll ich was tun für Sachen, die ich nicht will? Warum soll ich mich jetzt prostituieren lassen? Für was? Ich will keine Revolution hier in Deutschland mit Hilfe von dem Iran. Brauche ich nicht. Ich habe ja gesagt, wofür ich einstehe. So. Also. Nee. Nee, das geht gar nicht. Nee, ich bin da nicht drauf, ich brauch das nicht, ich lutsch nicht da irgendwie beim Eiertoller am Schwanz rum, sowohl im Sinne, wie ich das jetzt gesagt habe, als auch im übertragenen Sinne. Ich bin kein Schwänzelutscher, dass ich mich von irgendwelchen Staatschefs, wobei im Iran ist auch alles nur See- und Handelsrecht, unterstehen auch dem Vatikan, Schwänzelutsche, um dann hier irgendwie Geld zu bekommen, um dann irgendwie Sachen zu machen, die ich eigentlich gar nicht will. Nee. Ja, wie gesagt, ihr könnt mich da alle mal verzeihen, werde ich euch nie. Alles, was ich wollte, war, wie gesagt, eine unbeschwerte Kindheit. Ich hatte überhaupt keine gehabt, ohne Missbrauch, ohne Kindersexhandel, ohne Folter, ohne eine scheiß narzisstische blonde Dreckserzeugerin. Ja, mit Vater, mit einem richtigen Vater. Ne, meine Mutter hat ja immer so, Erzeugerin hat ja immer so On-Off-Beziehungen gehabt mit irgendwie mal... Ja, das war aber alles nichts richtig. Ich hätte einen richtigen Vater, also meinen richtigen leiblichen Vater gebrauchen können. Am besten hätte ich bei ihm alleine aufgewachsen. Dann wäre das auch alles nicht, hätte das auch alles mit diesem Traumaprogramm nicht geklappt. Und ich hätte wahrscheinlich auch einen Schulabschluss jetzt. So, also das ist alles, was ich will. Das heißt, ja, warum mache ich diese Videos? Ja, weil man mich immer noch jeden Tag mit diesen Implantaten im Genitalbereich hat Dr. Catherine Horn aufgeklärt, vergewaltigt, stimuliert. Auf Stock und Stein in der Hoffnung halt, dass ich jetzt noch schwul werde oder irgendwie mich auf dieses Kartell einlasse oder mich mit irgendwelchen Vollidioten prostituieren lasse. Für einen fetten Porno dann nochmal. Für den, mit dem man dann auch nochmal richtig abkassieren kann. Nee, Das wird dann durch die Augenimplantate aufgezeichnet, an irgendwelche reichen Säcke verkauft. Wahrscheinlich wie für unseren Vermieter zum Beispiel. Hereus oder so, wie gesagt, alle Freimaurer sind, alle Milliardäre sind Freimaurer. Und haben irgendwie Dreck am Stecken, so. Und die können sich das dann angucken, oder was? Wie ich irgendwie mit irgendwelchen Leuten poppe. Und, genau. Und es gibt dann natürlich ordentlich Kohle für meine BNDler, Überwacher. Ja, und ich werde dann umgebracht, oder was? Fickt euch dralle ins Knie, habt dralle einen Dachschaden, ey. Und deswegen wird es ja auch so lang Zeit, dass das System endlich zusammenfällt. So, ganz einfach. Normal wäre ich übrigens sowieso schon tot. Ich kann das immer nur wiederholen. Also ich verstehe gar... Also normal wäre ich schon längst nicht mehr hier. Verhindert hat es nur Vodafone damals. Dass ich nicht diesen behinderten Freimaurer-Krüppeljungen Benny Behrens erschossen habe. Diese jüdisch-spanische Bohnenstange von der Rosenberg-Familie Phil Rosenberg. Diesen Vollidioten da. Nur Vodafone hat es verhindert. So 9 Minuten habe ich noch oder 10 Minuten. Wie gesagt, Patente links in der Beschreibung. Guckt euch Dr. Catherine Horton an. Internationale Staatskriminalität. Vielleicht lade ich das auch hier nochmal hoch, um das, weil sie auf ihrem Kanal ja diese Altersbeschränkung hat, leider. Und, Vor allem aber dann als Dank, wie gesagt. Normal wäre ich seit 3 Jahren tot und es wäre besser. Es wäre besser für den BND, es wäre besser für mich. Ich wäre nämlich oben bei Gott im Paradies dann, ja. Und kann mich dann über diese Freaks kaputt lachen, über diese Freimaurer mit ihren hässlichen Krepel-Ballonkopf
verblödeten Autisten, Schrottkopf-Kindern aus dem vierten Abfallcontainer. Die denken, die sind was Besseres oder Überlegenes, bloß weil sie irgendwie angeblich Wissen haben. Das ist doch auch alles verarscht, diese Freimaurer. Das steht auch in Albert Pikes, Morals und Dogma. Dass auch die Niedrigrang-Freimaurer alle nur als Werkzeuge benutzt werden. Wie so ein Verstellschlüssel, ja. Die werden genauso verarscht. Und genauso werden auch die Geheimdienstler verarscht. Die werden alle weggeschmissen. Deswegen verstehe ich das gar nicht. Also, deswegen lasse ich mich auch nicht anwerben für diese Scheiße, für den BND und für die CIA. Hätte ich auch arbeiten können, ja. Ich lasse mich da nicht verarschen. Ich lasse mich nicht benutzen als Werkzeug. Alles, was ich will, ist, wie gesagt, diese Freiheit, dass das aufgeklärt wird. Dafür kämpfe ich ja auch. Deswegen ja auch diese ganzen Videos, um das halt, bevor ich ermordet werde, jetzt hier durch diesen fetten, stinkenden Fettsack mit seinem kleinen Mikrodödel, Herr Bruno Karl, um halt noch viele Leute zu erreichen, dass ich dann quasi nicht ganz kampflos untergehe. So. Ja. So. Warte mal, ich gehe mal hier in die Sonne, im Schatten ist es doch ein bisschen kalt. Kalt, ja. Und dann der Wind noch weht. Bin hier leicht bekleidet. Man sieht es ja. So. Nee, also auf jeden Fall, das ist das, was ich will. Was anderes will ich nicht. So, und bitte, Herr Karl, stellen Sie jetzt endlich diese Vergewaltigung ein. Diese täglichen Vergewaltigungen. Das muss man sich mal geben. Ich werde täglich vergewaltigt. Manchmal bis zum Orgasmus. Manchmal nur bis zum Lusttropfen. Täglich. Mit elektromagnetischen Waffen, mit Implantaten, mit Neurotechnologie. Dr. Catherine Horton anschauen. Psychiatrien sind Nazi-Todeslager, internationale Staatskriminalität. Wie gesagt, wir sind, für alle, die zuschauen, sich jetzt denken, baller, baller. Nee, wie gesagt, wir sind nicht mehr in 1950. Es hat sich technisch viel verändert. Wir haben für Hunde schon so RFID-Chips. Und was meint ihr, was ein Geheimdienst hat, der 20 Jahre weiter ist? Die Leute sind alle schon illegal implantiert, teilweise ohne ihr Wissen. Das könnte jeden von euch übrigens betreffen. Nehmt mal eine UV-Taschenlampe, 400 Nanometer muss die haben. Die werdet ihr euch auch mal verlinken. Oder guckt einfach mal bei www.stop007.org und dann geht ihr auf Equipment and Detection und da steht dann alles, was ihr braucht. Und wenn ihr leuchtet euch mal mit so einer UV-Taschenlampe ins Auge, nicht ganz nah, und wenn das dann reflektiert, wie beim Hund oder beim Reh oder so, dann habt ihr so ein Augenimplantat. Dr. Catherine Horton, die geht da näher darauf ein. Und dann heißt es natürlich jetzt, ja, bei Hunden ist das ja auch so und das reflektiert, aber eigentlich sollte es nicht reflektieren beim Menschen. Boah, Iba, irgendwie scheiße hier auf dem T-Shirt. Ey. Ich erschrocken jetzt. Nee, also auf jeden Fall sollte es eigentlich nicht reflektieren. So, einfach mal eine UV-Taschenlampe unter die Augen halten oder an die Augen. Und wenn das reflektiert im Spiegel und ihr habt da wie so einen grünen Punkt oder lila oder so, dann habt ihr ein Augenimplantat bereits illegal vom Geheimdienst über Nacht injiziert bekommen und das Auge. Via moderne Militärtechnik ist das halt. Dr. Catherine Horton, internationale Staatskriminalität mal eingeben. Ich werde das auch nochmal hochladen. Dr. Catherine Horton, internationale Staatskriminalität. So, das heißt also, viele Leute, insbesondere übrigens auch Polizisten, Richter, Leute in Kontrollpositionen, die sind zu 100% sowieso gechippt. Geheimdienstler sowieso, das sind die ersten Leute, die sie chippen. Man holt sich ja erstmal die Exekutive. Und deswegen ist das auch komplett wertlos, was sie mir angeboten haben, hier als Bollerführer in Deutschland. Weil was bringt mir das, wenn alle gechippt sind und alle vom Geheimdienst gesteuert werden und ich im Prinzip dann überhaupt keine Macht habe, sondern einfach nur der bin, der winkt, klatscht, ein rotes Band durchschneidet. Ja, klasse, ey. Nee, deswegen, also wertlos so oder so. Und Kohle brauche ich auch nicht. Ich bin ja gegen das Geldsystem. So, Herr Karl, selber schuld. Ich zerleg euch bis zu meinem Tod. Ne? Und jetzt ist halt die Frage. Was ich jetzt auch erreichen will mit diesen Videos, ist halt einmal die Leute, aber ich will auch erreichen. Die Sonne verpisst sich wieder, ja. Aber ich will auch erreichen, dass vielleicht irgendein BNDler jetzt mal auspackt, irgendein Gangstalker gesteht. Das würde schon so viel bringen, wenn sich irgendwie ein BNDler mal freiwillig der Polizei stellen würde in seiner Ortschaft und das alles mal aufdecken würde. Oder auch irgendwie vielleicht ein paar gute Freimaurer an ihrer Polizeistation, die es ja auch gibt, auch wenn ich das ungern zugebe. Aber es gibt ja irgendwo immer noch eine Restgutheit, wollte ich gerade schon sagen, im Herzen von jedem. Dass die das mal aufklären, dass wir das endlich aufrollen können und dass wir dann wirklich endlich alle frei leben können.
Ihr müsst euch das mal vorstellen, dass hier Leute mit moderner Militärtechnologie, die klassifiziert ist, irgendwelche Klapsmühlen gefoltert werden, arische Übermenschen wie ich. Wo eigentlich irgendwelche Bollerköpfe wie hier Benjamin Behrens, Finn Schärfke und Markus Glotz, dieser behinderte Polacke, die auch alle nichts im Kopf haben. Die können sie doch in solche Anstalten foltern. Die können doch eh nichts, Alter. Sollen sie mit dem Profit machen, aber nicht mit mir, Alter. Hallo? Nee, das pisst mich so an. Diese Verdrehung, was hier läuft, diese satanistische Verzerrung. Böse ist gut und gut ist böse und das ist ja auch, wo ich gegen ankämpfe. So, auf jeden Fall, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken da vom Geheimdienst mit eurem kleinen Mikrodödel, ja. Das ist es nämlich, daher weht nämlich der Wind. Deswegen sind die auch alle so kaputt im Kopf, weil die einfach alle neidisch sind. Weil die einfach alle so, weil die sich alle eine Kompensation suchen dafür, dass sie nur so einen haben, ne. Ja. So ist es doch. Herr Karl, oder nicht? Ist es so oder ist es so? So, wie gesagt, für alle normalen Zuschauer kommen jetzt noch mal die Patente dann in die Beschreibung und dann so, und das Monarch-Projekt, und das lest ihr euch dann mal bitte durch, das ist ein Befehl. Dann Dr. Catherine Horton mal angucken. Internationale Staats, ich werde das auch hier noch mal hochladen. So. Ja, dafür kämpfe ich jetzt. Jetzt ist halt nur die Frage, schaffe ich das, diesen Kampf noch zu gewinnen, bevor der Geheimdienst mich ermordet? Packt jetzt mal endlich einer aus, bevor man mich ermordet? Oder was ist hier los, ey? Glaubt ihr das? Das ist halt mein Ziel, das will ich halt irgendwie erreichen. So 29 Minuten habe ich, 26 haben wir. Ich muss also gleich pausieren, sonst bricht es automatisch ab. 18% Akku. Ich wollte es nur mal loswerden, weil ich wirklich echt brastig bin, was sie mich auch in der Klapsmühlen gequält haben. Das ist ein Nazi-Exterminierungslager, das Video ist ja hier auch auf dem Kanal, mit diesen ganzen Tabletten, ja, als arischen Übermensch mit hoher Intelligenz, Indigo Empath, deswegen macht mich das noch mehr stinkig. Und dann sehe ich, wie gesagt, irgendwelche Fettis, wie diesen fetten Behrens-Jungen von dieser scheiß Behrens-Familie, die sich denken, oh, wir sind so oben dabei, weil wir Freimaurer sind. Hier poppen unsere Kinder schon seit Generationen und keine Ahnung was, ey. Drecksfamilie, ey. Hast du? Nee, das macht mich einfach sauer, weißt du? Diese Leute, das sind diese, können doch eh nichts. Dann können sie die doch in eine Klapsmühle reinfoltern, ey. So. Aber nicht mich. Ich habe das Potenzial, die Welt zu verändern und zu verbessern. Ich hätte schon so viel auch machen können, das hat man mir alles kaputt gemacht. Dann bin ich, wie gesagt, dank dieser ganzen Scheiße, wie bei irgendwelchen Vollidioten hier berufsvorbereitend, ja, Farbtechnik in einer BBS gelandet, konnte Mandalas ausmalen und Silben klatschen. Und dachte ich, alles nur wegen dir, Römermann, Thomas Römermann, wegen Ihnen, Herr Bruno Karl, ja. Und deswegen, und das wollte ich kurz noch sagen, dann beende ich das Video. Und vor allem dieser, aber was man auch nicht wieder gut machen kann, den Körper kann man übrigens heilen, ne? Den kann man heilen. Mit Militärtechnologie. Aber diesen seelischen Schaden, der ist irreparabel, was ich davon getragen habe. Wie das wirklich mich im Herzen auch gekränkt hat. Dass ich da mit irgendwelchen Ballonköppen wie diesem Erik Reichelt da in Berufsvorbereitung, ich muss das mal alles rauslassen, weil ich sauer bin, Vorbereitungsjahr Farbtechnik da rumsitzen kann und Mandalas ausmale. Das ist ja noch bescheuerter wie die Hartz-IV-Maßnahmen, was die da machen, Alter, ey. Weißt du? Und das als, wie gesagt, Indigo-Kind, Empath, Aria, Übermensch mit einer hohen Intelligenz, mit einer Gymnasialempfehlung eigentlich in der Grundschule fast, hat nur an Mathe gearbeitet, ist auch der Geheimdienst schuld, durch dieses Neurotech, durch die Implantate, durch die Manipulation, dass ich nicht verstehen kann, so. Und so weiter, ich muss mich sputen, weil ich das Video beenden muss. Und ich auf jeden Fall habe ich es nicht verdient, in so einer Scheiße zu sitzen. Das tat mir alles so weh. Und diese ganze Zeit, die kannst du ja nicht zurückdrehen. Dieses ganze Leid, wie ich da gelitten habe unter dieser narzisstischen blonden Drecksfotze, der ich am liebsten auch in die Fresse einschlagen hätte können, mit dem Stäbloff zusammen. Karin Beinsen, ne? So richtige Karin war das, ey. Boah, Halleluja, ey, weißt du? Nee. Und deswegen, und da stehen mir auch schon Millionen Entschädigungen zu. Im 100-Millionen-Bereich. 17 Jahre lang vergewaltigt, jeden Tag elektromagnetisch, seit meinem dritten Lebensjahr. Wie gesagt, ich bin ja 21, zumindest gehe ich stark davon aus auch. Nee. Aber wie gesagt, ich bin ja auch gegen das Geldsystem, auf jeden Fall steht mir auf jeden Fall was dazu. Also ich habe einen Knochenjob 24/7. So, ich muss das Video beenden, 29,55 habe ich frei, Akkuladung 15%. Ich wünsche euch allen was, den BND-Lern wünsche ich nicht die Pest anhalts. Macht was draus, vielleicht kann irgendwer mit dem Video hier was anfangen, vielleicht kann ich irgendwie jemanden anspornen, das ist ja auch mein Ziel. Wie gesagt, ihr habt mich auf jeden Fall schwer verletzt, gekränkt und dieser seelische Schmerz, der geht nicht weg und verarschen könnt ihr jemanden anders da. So, das wollte ich auf jeden Fall nochmal loswerden und Patente alles in der Beschreibung, Monarch in der Beschreibung. Nee, und das tut mir immer noch im Herzen weh und darauf komme ich nicht klar. Und das tut mir wirklich im Herzen weh.
Also ich habe mich wirklich schwer verletzt, gekränkt, weil das habe ich nicht verdient, ey. Weißt du, also bringt mich jetzt um hierher, Karl, oder halt mich endlich hoch und fangt an, das mal aufzuklären. Das sollte eigentlich euer Job sein als Geheimdienst. So, macht's gut hier.